Das ist fies. Hat einen Spieß umgedreht. Aua. Nein, nicht ja. Nein. Scheiße. Oh, was zerstört? Warum das denn? Aha. Ja, weiß jetzt nicht, warum sie zerstört hat, aber okay. Gut. So. Zack. Ja, immer noch eine Zählmarke, ist in Ordnung. So. Nicht als Angriffsziel auswählen. Nee, lassen wir. Ich könnte jetzt zwar dann meistens, glaube ich, Erde, wo er hat, ne? Glaube ich. Erde oder Licht sind die meisten? Ach nee, das ist random gemischt, ne? Okay. Naja, komm, lassen wir das. Ich könnte jetzt zwar einen Status negieren, aber bringt nichts. So. Eine Karte. Keine Effekte mehr aus dem Friedhof. Auch die A10-Marken nicht mehr. Ah. Eine verdeckte Karte, okay. So, Saigeki-Rüstung. Sakuretsu-Rüstung. Schwere das angreifende Monster. Oh, das ist gut. Da haben wir zwei Backup-Karten schon mal. So. Zack. So, haben wir uns bitte noch von einem Deck beschweren. Ah ja, okay. Gut. Dann wollen wir jetzt mal reinschlagen. Aktiviert eine Karte? Nein. So, wenn es gut läuft, hat er noch genau einen Zug übrig und dann war es das. So, aber wir kommen jetzt langsam mal von den Wasserkarten weg. Es war immer eine nette Kombination, aber ja, ich weiß nicht. So. Mal gucken. Endphase, okay. Letzte Runde schon die Karte nicht aktiviert. Also wird es mir jetzt wohl nicht viel mehr bringen. So. Und wir haben gewonnen. Jawohl, sehr schön. Okay. Wollte gerade losfliegen, vor dann aber fest. No. So. Wieder ein bisschen Herzen dazu. Okay. So, jetzt 3600 Punkte. Ich werde mal noch ein paar Kartenpacks holen. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Innenstadt. Ich werde mal ein paar Kartenpacks noch holen, in der Hoffnung, dass wir ein oder andere Synchro-Karte wenigstens mal noch zusammenkriegen. Oder ein paar Karten ein bisschen, um das Deck zu verbessern. So. Meistermonster. Ach, der wird jetzt ohne noch alles leer gekauft. Hier sieht man das schön hier. So, zack. Aber er hat ja noch da. So. Was für ein Pack haben wir denn eigentlich heute? Boraurus bin auch ich. Okay, das heißt, wir müssten mal den Tag ändern. So, was kriegen wir denn alles? Oh, noch zwei Donnerdrachen. Gravistoßdrache. Dass dein Gegner kontrolliert? Okay. Entsprechend wird es ja schon mal 300. Das ist schon möglich. Das ist durch Kampf zerstört. Was? Achso. Oh. Das ist interessant. Bist du jetzt aber noch. Friedhof. Imperator Sam. Eine Karte auf dein Deck zurücklegen. Okay. Schwertjäger. Weiß es Kaninchen Inaba. Okay. Pflanze, Phantom des Chaos. Angriff des entfernten Monsters, okay.
wird zu 0. Okay. Oh, Metallsoa. Cool. Magna-Hieb-Drache, lauter Moskito, tralala. Izanagi. Spirit Monster, okay. Bewohner der Tiefe. Offer permanente Zauberkarte, die du kontrollierst. Okay. Guilford der Blitz. Auf der Spielfeldseite deines Gegners, okay. Chaos beherrschender Magier, den haben wir schon. Marionettenmilbe, total Abwehrsoldat. Au! Oh, eine der verbotenen Karten. Okay. Wir ziehen dann 5 Karten. Okay. Nicht schlecht. So, ich würde jetzt mal kurz den Tag beenden. Dip, 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 dip. Ah, zack. Dann kriegen wir nämlich ein neues Pack. Mittwoch, Tag 3. Karten. Die Fight of Flamwell Feuerhund. So. Oh, mal gucken. Es sind jetzt einige schöne Karten dabei gewesen. Da können wir uns auch irgendwie so ein, weiß nicht, Nullpunkt-Deck oder so zusammenbauen. Wo dann auch da Karten drin sind, die auf Nullpunkten basieren. Allerdings müssen wir es dann schon so variieren, dass wir ich unter der Brücke. Ach, Wasserpakt. Ach nö. Guck mal, da haben wir schon 36%, noch kein einziger Kauf davon. ja, das ist. Ja. Ach guck mal, können wir sogar die Packs durchblättern. Ist ja ulkisch. So. Ja, müssen mal gucken, dass wir das dann so aufbauen. Dass das Deck nicht unbedingt auf unsere Monster abgestimmt ist. Sprich, dass wir nicht selbst Monster opfern müssen dafür. Also, kannst du einwerfen und dann es geht auswählen und dann die Position bringen. Okay. Das sind geile Karten dabei. Muss man einfach sagen. Scanner. Ein Monster. 1 zu 1 der Monster. Okay, Chaos Totenbeschwörer. Und dann Friedhof mal 300 Punkte. Alter, das sind immer geile Karten. Huh. Und diesen Kampf schon, okay. Ich glaube, wir bauen uns jetzt schon ein Deck zusammen. Das sind coole Karten dabei. Angewandte Monster, Meistermonster. Okay, ich probiere das jetzt mit. Wir jumpen jetzt direkt nochmal einen Tag vor. Ich will nämlich gucken, ob wir nicht vielleicht noch ein paar Fusionsmonster oder Synchro-Karten zusammen gepuppelt kriegen irgendwie. Ich würde nämlich gerne. Ich glaube, wir machen das jetzt schon. Wir bauen uns jetzt schon. Oder beginnen damit, uns ein Nullpunkt-Deck zusammenzubauen. Das würde mich schon reizen. Windpacktag, okay. Kartenzerstörungseffekte. Aha. Normale Monster, angewandte Monster. Oh, komm, warum nicht? Holen wir uns mal ein paar. So. Dip, 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 dip. Holen wir einfach mal jetzt ein paar durch hier. So. Gut. Angewandte Monster. So. Keine Knete mehr. Okay. So. Sand oder Tapferkeit. Axtmumie. 46 neue Kartentypen. Ach ne, gekaufte Kartentypen. Okay. Pantherkrieger und so Sachen. Du bietest einen Monster auf deiner Spielfeldseite als Tribut an. Okay. Phantomgrille. Das sind richtig geile Sachen dabei. Handkarten oft spielen, okay? Ravlesia-Verführung. Bis zum Ende des Spielzugs, Traumkobold. Manga-Rührer. Oh ja, ein Toon-Deck, das will ich auch mal zusammenbauen später. Oder brauchen wir noch? Ach je, hör mir auf. Oh, guck mal.
deine Hand auf dem Deck entzogen, mich ist ein Deck, okay. Wirbel Kavallerist, okay. Da sind schon geile Sachen dabei. Vierständiger Marienkäfer. Der Verdammung. Wie dein Gegner kontrolliert, okay. Schneller Vogelmann Joe. Wir haben ihre Besitzer zurück. Oh, geil, die bewaffneten Drachen haben wir da noch andere. Bleibt diese Karte von Nebel-Effekten von Zauberkarten unberührt. Ultimodus Insekt Level 3. Hihihi. Guck mal, haben wir sogar auch gekriegt. Damit kann man sich richtig geile Monsterketten zusammenbauen. Garuda der Windgeist. Haben wir sogar auch gekriegt. Ein Level 3, ein Level 5 Drache. Okay. Müssen wir mal durchgucken, was wir schon alles drin haben. So. Ja, wir gehen uns mal ein Deck zusammenbauen. Rezeptanzeige. Was kann man hier eigentlich machen? No Data. Ich glaube, da kann man irgendwie vorgefertigte Rezepte nehmen. Müssen wir aber. Also vorgefertigte. Nicht vorgefertigte, sondern gefertigte Deckkombination. So. Viele, viele, viele neue Karten. So. Nein. Die würde ich jetzt gerne einmal alle leer räumen. Destiny-Karte setzen, löschen. Okay. Ich würde gerne alle rausschmeißen. Geht das nicht? War doch bestimmt. Ja, das kennen wir ja alles. Ich würde aber gerne das ganze Deck einmal leer räumen. Wenn wir jetzt alles von Hand machen. Ach. Okay. warte mal kurz. Ich muss mal eben kurz in den Einstellungen linsen. Ups. Okay. Seht ihr jetzt gerade, aber ist ja nicht allzu wild. Okay, das wollte ich wissen. So. Da sind wir wieder zurück. Also können wir das Ganze so machen. Mit Ansicht ändern, aber kannst du trotzdem nicht alle rausschmeißen. Okay. Ich dachte, wir können das irgendwie beschleunigen, aber geht wohl nicht. Schade. Oder können wir das. Nee, da können wir da durchblättern. Gut, wenn wir das halt so machen. So. Weg, 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 weg. Ist jetzt kurz ein bisschen nervig, es tut mir leid, aber wir wollen uns jetzt ein eigenes Deck zusammenbauen. So. Weg, 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 weg. So. Und leer. So. Side Deck können wir auch komplett leer räumen. Genau. Karte wird nach Kiste verschoben. Tak, 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 tak. Weg, 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 weg. So. Zack, zack, zack. So. Side Deck. 15 Karten, die zuvor benutzt werden. Das kann nicht mehr als Duells genutzt werden, aber wenn man ein Match. Karten nach den einzelnen Duellen zwischen dem Deck und dem Side Deck austauschen. Okay. Dann können wir das Side Deck ganz einfach dafür nutzen. Da packe ich jetzt einfach Karten rein, die ich gerne mit ins Deck einbauen würde. Die ich momentan aber nicht eingebaut kriege, weil mir noch Karten dafür fehlen. So, ein Nullpunkt-Deck würde ich mir gerne zusammenbauen. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal alle Karten rein, die 0 haben. Hallo? Achso, da sind gar nicht sortiert. Warte mal, Suchmenü. Sortieren nach Angriff. Jetzt müssen wir den Zauberkarten, okay. Okay. So. Kannst du einmal das
aus dem Spiel entfernt ist. Deines Gegners, das ist nicht so gut. Die du kontrollierst mal 300. Okay. Kommt ins Deck. So. Hier ist durch Kampf zerstört. Okay. Das sind 7-Sterne-Monster, aber immerhin. 2 Monster, die für den Angebot wurden. Okay. Eine einfache Karte, aber doch effektiv. So. Ach, das deckt die gar nicht. Das zeigt vor allem zweimal, aber.